Aber wir reden jetzt trotzdem über Omega-3-Fettsäuren, also Membranbestandteile, wichtige Membranbestandteile. Und es hält sich, und deswegen spreche ich es an, immer noch die Mehr, dass die pflanzliche Alpha-Linolensäure von uns umgebaut werden könnte zu den maritimen Omega-3-Fettsäuren. Das ist falsch. Wir müssen DHA direkt zuführen. Wir können es nicht ersetzen durch Alpha-Linolensäure, weil Alpha-Linolensäure nicht hinreichend zu DHA verstoffwechselt wird. Auch wenn Unilever das sagt, auch wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das sagt, es ist trotzdem falsch. Zufuhr, habe ich da gesagt. Und die nächste Frage, die sich dann natürlich stellt, ja, das, was wir so haben ja gerade gehört von Ihnen, ja, nicht alles, was wir uns da oben reinstecken, kommt auch tatsächlich in uns an. Und bei den Fettsäuren ist es besonders ausgeprägt, weil wir Fett nur aufnehmen, wenn die Fettverdauung angeworfen ist. Das können wir noch verstehen, aber nicht, wenn man klinische Studien macht. Da sagt man Ihnen, wenn Sie an einer klinischen Studie teilnehmen, nehmen Sie es in der Früh. Ich weiß nicht, ob Sie heute gefrühstückt haben, nicht alle Leute frühstücken. Und ob Sie da Spiegeleier gegessen haben oder größere Fettmengen, die meisten Leute tun das nicht. Und in so einem Fall hätten Sie, würden Sie eben die Omega-3-Fettsäuren nicht aufnehmen. Und der andere wesentliche Punkt ist, dass Personen zu Personen sehr unterschiedlich sind. Der eine nimmt es gut auf, der andere schlecht und alles dazwischen. Und das heißt, dass Zufuhr und Aufnahme nur in einem losen Zusammenhang stehen. Und das heißt auch, dass wir durch die konventionellen Methoden der Ernährungsforschung ein Defizit überhaupt nicht erkennen können. Weil wenn ich Sie frage, was haben Sie gegessen, dann sagen Sie, ja, letzte Woche vielleicht mal ein Fisch. Ja, und dann schaue ich nach in der Tabelle, wenn zum Beispiel es ein Lachs war, dass in dem Lachs eigentlich 3 Gramm pro 100 Gramm Omega-3-Fettsäuren drin sind. Was aber nicht mehr stimmt, weil die Lachszüchter die Lachse nicht mehr so züchten und so weiter und so weiter. Und das heißt auch, dass es eigentlich überhaupt keine Dosis gibt. Das Konzept, dass es keine Dosis gibt, zu vermitteln, ist ausgesprochen schwierig. Aber wie wir es gerade von Ihnen auch gehört haben, Vitamin D, die Spiegel zählen. Nicht das, was man zuführt, sondern das, was ankommt, zählt. Also hier so die Vorstellung, zack, die Kapsel rein ins Hirn, die ist falsch. Und die Ärzte unter uns und alle anderen auch wissen, die Organe werden von Blut durchströmt. Na, dann messen wir doch im Blut. Und so haben wir diesen Omega-3-Index entwickelt. Jetzt haben wir schon etwa 300 Publikationen und wissen, dass es also repräsentativ ist in den Erythrozyten, repräsentativ für alle anderen Gewebe im Körper. Und wir wissen auch, dass die Messergebnisse von Labor zu Labor sehr unterschiedlich sind. Es sind 2 Labore draußen, die wir einem unfreiwilligen Ringtest unterzogen haben. Also das Ergebnis bei uns war 6,43. Dafür haben wir die ganzen Publikationen gemacht, da wir wissen, was diese Messergebnisse bedeuten.